Ja, hallo liebe Freunde, hier ist der Basti Fantasti und ich bin heute wieder on Tour. Und heute bin ich hier in Dresden-Karl-Schachwitz und werde jetzt was futtern gehen. Da gibt es ja hier diese wunderschöne Grillbude, den Bratwurst-Grill hier in Dresden-Karl-Schachwitz. Und wie es da schmeckt, und ich gehe jetzt einfach mal rein, ich habe nämlich Hunger. Und deswegen gehen wir mal rein, sagen, jetzt bin ich da. Guten Tag. So, ich hätte gern was zu essen von Ihnen. Ich muss erst mal gucken, was es da Leckeres gibt. Also ich habe eine riesen Auswahl hier. Ja, fängt ja an von Hamburger, Schießburger, Ripburger, Sandwichburger, Thüringer, Wolfsbratwurst und alles so lecker. So, ich würde gerne heute mal nehmen einen Ripburger und einen Kaffee bitte. Ja, das probieren wir heute mal sehen, wie das Ganze hier schmeckt. So, probieren wir. Ja, hier bin ich. Ich probiere es. Da hoffen wir. Ist das der meistgeimpfte Bürger, der Ripburger? Nicht? Der Schießbürger nach Hamburger. Also, wenn ihr auf jeden Fall essen wollt und ihr habt einen Hunger, dann kommt hier nach Dresden Schachwitz, Klein Schachwitz, und geht in den Rostbratwurstgrill. Und wie es schmeckt, das sehen wir gleich. Jetzt wird gerade frisch die Holzkohle aufgelegt, aus frisch gespalteten Holzkohlenstücken. Original Thüringer Holzkunst, die hier verräuchert, aber auf jeden Fall bestimmt lecker. So, jetzt trinke ich noch meinen Kaffee, den trinke ich auch gerne, so, wie der Kaffee aussieht. Sehr lecker, jetzt gibt es das Fazit. Also auf jeden Fall Burger riesengroß und das ist so ein super Preis. Also wo kriegt man schon einen Hamburger? Zum Beispiel für schlappe 3 Taler, also 3 Euro, natürlich 3 Euro. Oder zum Beispiel auch, ich habe vorhin gesehen, hat sie einen Schaschlik gemacht, ein Fleischspieß, das ist so ein Koloss. Das kriegt man dann, das kriegt man immer die Katja Kasewitsch, kriegt das noch einmal quer im Mund. Nee, das kriegt so. Also das sind riesen Kolosse, aber ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall Preis-Leistung sehr gut, Bedienung sehr gut. Schmeckt sehr gut, es wird frisch hier aufgegrillt auf diesem Holzkohlegrill. Hier wird alles frisch zubereitet, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert, hier mal vorbeizuschauen im Rostbratwurstgrill in Klein-Schachwitz. Ich sage schon mal Tschüssi, danke erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Burgertest wieder, wenn ihr auch natürlich auch etwas haben wollt, wo der Basti Fantasti einfach mal testen kommt, dann schreibt es mir hier in den Kommentaren oder schreibt mir persönlich eine E-Mail und dann seid ihr hier up to date mit dabei. Auf jeden Fall. Und ich würde beide testen für euch. Bis dahin sagt euer Basti Fantasti, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und meinen YouTube-Kanal und Facebook und überall, wo ihr auch sonst noch seid. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder hier beim Rostbratwurstgrill in Klein-Schachwitz. Ja, da wäre ich ein Klopfer.